So, ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu einem. Achso, siehst du, ich muss hier. Muss ja hier noch meinen Ordner aufmachen. Oder müssen tue ich es nicht, aber ich mache es immer gerne. Damit ich sehe, dass bei den Dateien noch alles gut läuft. 1,8 TB freier Speicherplatz auf der 8 TB Festplatte. Muss ich ja langsam anfangen aufzuräumen. Hä? Gut, ich könnte auch eine von meinen 16 TB Festplatten nehmen für die Aufnahmen, aber. Nee, ist mir eine zu hohe Schreiblast. Von daher. So, ja, let's go. Whatever. So. Ba-ba-dam. Ich finde es immer witzig, dass man ganz kurz immer dieses Desktop-Hintergrund aufblitzen sieht. Keine Ahnung, ob es am Composite-Ding liegt oder warum das so bei OBS so der Fall ist. Weiß das schon. Wer weiß das schon? So. Passt eigentlich alles mit die Audio? Sieht gut aus, ne? Ja. Wird Okay, alles wir aufgenommen. fahren los. So, ja, ach so, ja, stimmt, da werden wir unsere Schwerlast. Ja, ist ein paar Stunden vergangen seit der letzten Aufnahme. Wir haben unseren Schwerlastauflieger hier hinten drauf. Also, nicht unseren, aber wir haben einen Schwerlastauflieger drauf. Blinklämpchen haben wir auch an. Sehr vorbildlich. Gut, wir dürfen 70. Und nicht überholen. Schade. Wow. Ey, chill mal kurz. Mit dem Auflieger kippe ich sehr schnell um. Apropos, umkippen. Warum apropos, hä? Umkippen hat doch nichts mit der Musik zu tun. Gut, außer es kommt jetzt das Lied am Rollen. Am, hä? Okay. Na, die Enkoven hier sind schon mit dem Auflieger. Alter, wie sich der LKW neigt, ey. Nicht gesund, gar nicht gesund, überhaupt nicht gesund. Oh, Polilei. Aber es ist so, solange die Straßen schön frei sind, die Kurven ganz weit nehmen. Habe ja Rundumleuchter an, ich darf sowas also. Und Aquädukt. Jetzt auch eine schöne Doppelkurve. Da freuen sich ja meine Stoßdämpfer oder, naja, vor allem meine Stabilisatoren. Ha. Die machen gerade einen Freudentanz. Die machen gerade den Übungen. Ach, was eine schöne Gegend, Alter. Sehr geil. Miau. Miau. Könnte man mal auf ein Fenster fahren, oder? So, bei dem schönen Wetter kann man es machen. Sehr geil. Direkt eine viel bessere Apokalypse, wollte ich gerade sagen. Kulisse. Boah, Alter, schon wieder so enge Kurven hier. Oh, mein LKW. Alter. Oh, die wird doch noch wohl enger. Oh. Ich mache hier wirklich noch einen Überschlag. Alter. Wir haben noch 2700 Kilometer vor uns. Die will ich heile überstehen. Und mich aber nicht übergeben. If you know what I mean. Eigentlich kann ich ja hier. Das wird's auch runter machen. Yeah. Oh, mal ordentlich Durchzug hier bei dem Wetter. Schöner Sonnenschein. Dann muss man die Luft doch mal genießen. Auch wenn der LKW jetzt natürlich viel lauter ist. Sehr geil. Warum haben die eigentlich zwei Spuren und wir nur eine Spur? Finde ich jetzt nicht so nett.
Jetzt hat man auch den LKW viel mehr arbeiten. Ich hoffe nur, dass man mich auch noch versteht. Weil der... Alter. Also die Musik hat man gar nicht mehr. Und die ist halt weg. Und wenn ich mal so rede bei OBS, also der Ingame-Ausschlag ist fast genauso wie das Mikrofoneingang. Ja, schon echt heftig. Halt, nee, wir müssen links bleiben. Glaube ich, ja. Ach, der Tunnel. Dieser super flache Tunnel. Ach, hätten wir gleich Foto machen können. Verdammt. Wobei, wir können eigentlich immer noch Foto machen, oder? Ich warte mal, bis wir draußen sind, also bis wir aus der Sonne rausfahren. Dann mache ich richtigen Beauty-Shot, der sich gewaschen hat. So. Yeah, geht! Wie am dümmsten? So ist blöd, ne? Oder ich gehe so und kann man irgendwie zoomen? Man könnte doch auch zoomen, oder? Achso, Scrollrad. Ah. Wie offensichtlich. Na, ist vielleicht ein bisschen sehr stark gezoomt. So schon besser. Ist aber noch ein bisschen zu heftig. So ist gut, oder? Egal. Jetzt habe ich es auf jeden Fall so gemacht. Und schon haben wir die Punkte, die Fotopunkte auch abgearbeitet. Sehr geil. Boah, Alter. Schwerlast versus Schwerlast hier. Und hier ist auch dieser besagte Bahnübergang, wo ich damals extrem viel rumgespielt hatte, privat. Ich weiß nicht warum, aber als ich zum ersten Mal hier in dieser Gegend war, da war ich von diesem Bahnübergang so fasziniert, dass ich mich erst mit dem LKW hingestellt habe, die Züge zugeschaut habe, wie sie da vorbeigefahren sind und dann auch mit der Freikamera erstmal stundenlang da rumgestanden habe. Keine Ahnung warum. Irgendwie war ich da ein bisschen Brain AFK. I don't know. Alter, jetzt eine Motorbremse. Aus, geht bergab. Junge, warum? Aber doch klar. Alter. Was ist los mit diesen NPCs heute? Also, mein heutiger Aufnahmezeichen. Also die letzten 6 Folgen auch. Schau mir einfach die Vorfahrt, die Schweine. Das ist doch nicht gesund.
Hat er mich nicht kommen sehen oder was? Oh, es geht bergab. So, mal schön den Schwung mitnehmen. Ich brauche mal ein bisschen Sprit. Sparen wir mal ein bisschen Sprit. Oh, ja, ich bin nur 50. Ich sollte vielleicht doch bremsen. Wobei, jetzt wieder 70. Okay, na, was meint. War alles geplant. Ich mache mal den Sitzhalter Platz. Falls er merchen möchte. Ne, will er nicht. Na gut, hier ist ja eh nur noch eine Spur. Alter, diese Alter, guckt euch diese Landschaft an. Alter, what the fuck? So, ordnen wir es mal wieder rechts ein. Oder ist es wieder schneller? Warum dürfen wir nur 70 fahren, obwohl die LKWs hier, also obwohl die Verkehrsschilder für 80 zugelassen sind? Das sind alles 80er-Schilder. Aber wir dürfen nur 70 fahren. Was ist das für ein Bullshit? War da irgendwo am Orteingang ein Schild, dass LKWs nur 70 fahren dürfen? Whatsoever oder was? That's some Bullshit, boy. Bäh. Oh, jetzt wird's funny. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Muss ich blinken? Nee, eigentlich nicht, ist der Kreisverkehr. War gerade ein bisschen verwirrt, weil es eher so aussieht wie eine Straße. Aber. So, oh, schauen ja. Links oder rechts? Ich fahr einfach mal hier lang. Gut, passt alles gut durch? Sehr gut. Den fetten Zug! So, jetzt hier hinten aufpassen mit dem Auflieger, weil er ausschwenkt. Also. Wo? Hä? Durch die habe ich gerade unten aufgesetzt oder was? Na muss ja. Weil da war ja sonst nichts, was ich hätte berühren können. ...5% Auflegerschaden. What the fuck? Schon echt wenig Luft unten drunter. Alter. Das wird ja spaßig hier heute. Auch noch ein Zug. Oh mein Gott! Wir lieben dich. Wupp, wupp. Yeah. Ich bin dein größter Fan. Bitch. Na, wie ist das spaßig? Da oben werde ich auch garantiert auflegen.
Oh nein, nicht wirklich. Wir dürfen glaube ich 40 fahren, ne? Warum ist hier keine Geschwindigkeit aufgeschildert? Lass die Schranke auf! Ich komme mit Speed! Da? When the gate is down, wait for instructions. Ah, okay. Wie kann die Röntgenkontrolle? Die Röntgenkontrolle bereits fertig sein, wenn ich dann noch nicht mal durch bin mit dem Auflieger. Warte, bis ich raus bin und lenken. Oha, hier rüber? Leute. Habt ihr eigentlich gesoffen? Oh! Okay. Das beantwortet nur die Frage. Also der Auflieger kann tatsächlich in die Straßen einfach einsicken. Guckt mal, wo der Auflieger ist. Der Auflieger ist in der Straße. Ja. Aber wo habe ich denn mal Aufliegerschaden bekommen? Die sind doch zu weit ausgeschwenkt, oder was? Ich meine, kann durchaus sein. Auflieger ist ja relativ lang. Vielleicht bin ich da wirklich hinten angeeckt. Möglich. Bei Ames. Das Ding kannst du mit so einem Auflieger eigentlich nicht langfahren. Das Problem ist, hier gibt es auch keine Umfahrungsstraße oder sowas. Also ist ja nicht nur, dass es im Spiel nicht geht, sondern das würde ja auch im Echten nicht funktionieren. Gut, du könntest das natürlich mit einer Sondergenehmigung hier vielleicht durch die Spuren langfahren, wo die Autos langfahren, weil die haben nicht so ein Ding. Aber das ist dann wieder relativ, also die Straße wieder relativ eng, ne? Ah, wer weiß das schon. Da sagt er einfach alles in Ordnung. Hier ist nichts in Ordnung. Digga, mein Auflieger hat No-Clip. Der cheatet. Ah, gerade was weiter. Abzuschließen. Okay. So, oha. Hier muss ich jetzt mal aufpassen, weil ich muss nach links weg. Das heißt, mein Auflieger wird versucht, nach rechts auszuschwenken. Das wird natürlich schon spaßig. Verdammt. Das heißt, ich muss schon versuchen, möglichst weit nach links rauszufahren, ohne zu hart zu lenken. Damit ich dann nach rechts schon viel Platz habe. Jetzt schon anfangen zu lenken. So. Das wird nie im Leben klappen. Ungefähr so. Aha! Bitches! Ja, ist ja gut. Nimm diese Ausfahrt. Verdunkelt. Biege nach links ab. Da rein?
Ah, nee, ich bleib auf der Spur. Voll aufgesetzt. Ich könnte gleich hier gleich Pause machen. Oh, bei Nähe. Ich hätte da blöde Transporter im Weg. Hatte gehofft, ich kann mich da noch ein bisschen beiseite reinquetschen. Oh! Ups! Oh, hab grad gar nicht auf Lys geachtet. Hab ich gerade voll so einen grauen Wagen weggedrängt. Egal, hat er verdient. Aber bei sowas kriege ich keinen Schaden, ne? So, hier wird das spaßig. Müsste eigentlich klappen, oder? Ja, nicht wirklich. Doch, Skloss, doch, Skloss. Okay. So. Gut schon. Nehmen wir mal, vergiss alles, was ich wollte. Ey, ich hab grad vollkommen. Was mache ich hier gerade? Ich wollte doch gucken, ob es hier in-game eine Pausenstelle gibt und wollte jetzt gerade die Pause beenden, die Folge beenden. Aha. Nee, wir brauchen einen Rastplatz, wo wir parken können. Ich sehe nur. Weil das Problem ist, unser Bett ist schon fast rot. Ich glaube, hier haben wir echt am besten Chancen, was die Wendigkeit angeht. Das hier sieht super eng aus. Hier sieht auch alles super eng aus. Und das, ja. Alles andere sind Kilometer weit entfernt. Das hier werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Wo sind wir? Hallo? Da sind wir. Leute. Dich und dich wegmache, dann haben wir 3 Stunden. Das dürfte wahrscheinlich schon. Nein. Ja, wir müssen jetzt schon Pause machen. Okay, dann ist das beschlossene Sache. Dann machen wir hier vorne direkt Pause. Auf geht's. Wobei, ah, nee, doch, ist richtig. Never mind. Okay. Alter.
Tja, wir können aber natürlich auch gleich von hinten aus reinfahren, ne? Wobei ich sehe gerade jetzt so viel Platz, hier hätten wir auch richtig rum reinfahren können. Hä? Wo muss ich hier parken? Ach, hier vorne. Oha. Demnächst links abbiegen. So. Blödchen, Alan. Dachte gerade, weil hier so dunkler ist als da oben, ne, die Grenze hier, das Fenster jetzt irgendwie wieder offen ist. Ah, gut. Gut, dann, ich wollte schon wieder die Folge beenden, Alter. Was ist los mit mir? Ich will in-game Pause machen. Ich will nicht, wobei, mittlerweile kann ich die Folge echt beenden. Ja, so, ja, das wird nämlich jetzt eine Nachttour. Unangenehm. Na gut, aber ich kann die Folge wirklich auch beenden. Macht ja jetzt so. Ja, schon fast hin. Gut, dann würde ich mal sagen, was für diese Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, in der wir die Mission wahrscheinlich nicht schaffen werden. Gehe mir gar nicht stark von aus. Was aber wahrscheinlich doch trotzdem erstmal die letzte Folge sein wird, weil, wie gesagt, danach möchte ich dann doch erstmal ein bisschen Scania Truck Driving Simulator 2023 fahren. Ja. Bis dann.